So, liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Ja, und heute wieder zurück weiter auf dem Weg, um unser neues Ziel zu erreichen. Ah, vorsichtig, vorsichtig, ganz vorsichtig. So schnell müssen wir uns nicht erwischen lassen. Nicht unbedingt. Wir werden schon wieder beobachtet. Was geht hier vor? Was tut ihr da? Ja, wir sind wie immer zwischendurch auf dem Weg und erkunden die Stadt. Ja, die Stadt und erkunden die Umgebung. Ich habe übrigens eine kleine Anfrage an euch. Da Assassin's Creed ja, wie wir alle jetzt mittlerweile gesehen haben dürften, nicht nur aus der Hauptstory besteht, sondern auch aus sehr, sehr viel Nebenzeug und ja, sammel hier was, guck dort, mach dies, mach jenes. Ihr kennt das Spiel ja eigentlich. Wollte ich euch fragen, ob ihr Bock hättet, wenn ich in der nächsten oder übernächsten Folge einfach mal eine kleine Sammelepisode mache. Ihr schlagt vor, was wir machen und naja, dann versuche ich es bestmöglich natürlich umzusetzen. Ihr kennt ja mittlerweile meine total genialen Pro-Gamer-Skills, aber das sei erstmal dahingestellt. Würde mich freuen, wenn ihr euch dran beteiligt, wenn ich da was machen kann für euch. Dafür machen wir den ganzen Spaß hier. Damit wir zusammen eine schöne Zeit haben. Und ich irgendwie diese Reisezeit hier überbrücken kann. Mit meinem Gequatsche. Oh, Leute, den nehme ich mir vor. Den haben wir das letzte Mal schon nicht geschafft. Ah, komm! Ah, verdammt. Komm her. Ich muss aufpassen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Jawoll, ja. Oh, war der knapp. Den Templer haben wir geschafft. Es ist nicht gerade leicht, gegen die anzukommen. Wisst ihr das? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Jawoll, wir haben es geschafft. Und weiter. Ja, hier können wir weiter reiten, genau. Was ein Sprung. Juhu, ihr kriegt mich nicht. Juhu. Komm ich hier drüber? Jawohl, und hinfort. Hier haben wir schon alles. Denke ich mal, hoffe ich mal. Wir machen uns weiter in Richtung Akkon und lassen uns von nichts und niemandem aufhalten. Ja, wir werden immer noch gesucht, aber die irgendwann mal hinter uns her sind, was uns irgendwann mal bekommen, das ist ungefähr wie wir reiten mitten durch die Menge. GTA für Fortgeschrittene. Vielleicht sind wir da noch 200 Meter knapp. Diesen Turm haben wir auch schon. So, und da ist das Portal. Wir haben es geschafft. Wählen Sie im Kampf die verborgene Klinge, um einen am Boden liegenden Gegner schnell auszuschalten. Du meinst, nee, das war's falsch. Kommt zur Ruhe, bevor ihr euch noch verletzt. Das sind ein paar mehr. Oh, nur ein paar. Habe ich das schon erwähnt? Mal gucken, sehen wir jetzt einen neuen Teil von Akkon? Oder werden wir einfach wieder in den alten Teil zurückkommen? Und da haben wir es. Akkon. Mit seinen Mauern.
absolut riesig. Und hier sind die Wachen wieder über einen unschuldigen Bürger hergefallen. Nicht nur über einen, wenn man sich das hier so ansieht. Oh, Leute. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Hilfe! Stoß ihn nochmal! Hey! Das macht Spaß! Mal sehen, wie lange euch das noch Spaß macht, Leute. Bin fort, Bettler. Haltet ein, bitte! Euch trecke ich mit geschlossenen Augen wieder. Jawohl. Und eins und zwei sind weg. Nur drei liegt am Boden. Haben wir aber noch nicht ganz geschafft. Nummer vier. Ja, okay, Nummer drei. Ich sollte zählen lernen. Jetzt sind wir bei vier. Ja, das ist keine unschuldigen Bürger mehr hier. Einfach töten. Ich kann es sowieso nicht ab hier. Wie viele sind das? Ich glaube, ich habe es hier gerade mit der ganzen Wache von dem Tor zu tun. Ja, so. Und der letzte. Ihr euch nicht schämt, einfach so wehrlose Bürger zu überfallen. War das der letzte? Ich hoffe es. Doch riskiere ich besser nichts und eile heim. Und ich wette, dass ich es für eine Weile nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Das werde ich euch nie vergessen. Natürlich. Somit haben wir wieder einen von 12 Bürgern hier gerettet. Ah, natürlich, jetzt können wir uns hier wunderbar durchschleichen. Okay, was war das? Oh Gott. Der hat ein paar Probleme. Jo. Ja, wunderbar, wir sind durch. So. Wir scheinen in einem neuen Viertel zu sein. Danke, Leute, ihr habt mir einen guten Dienst erwiesen. Und ihr kennt mich ja. Es geht halt nicht anders. Ja. Okay. Ah, und guckt mal, was wir da Feines haben. Eine von 33 Hospitaliter-Flaggen. So, hier müssen wir hoch. Ganz klar. Hat das wehgetan? Die musste ich mal ausprobieren. Du bist kein Mensch. Dein Gott hat dich verlassen. Ach, mich hat doch gar keine Sau gesehen. Du bist kein Mensch. Dein Gott hat dich verlassen. Das ist wohl wahr. Wirst du still sein? Niemand wird dir helfen. So. Und rauf mit dir. So, dann gucken wir uns mal diese schöne Stadt im Rundumblick an. Nehmen wir unseren ersten Turm hier. Ja, und schon wieder haben wir hier jemanden, den wir retten müssen. Wie hast du den bezeichnet? Heide? Und haben gleich noch eine Flagge gefunden. Wirst du so lässt sich's doch leben. Niemand wird dir helfen. Haltet
Niemand wird dir helfen? Ihr tut mir weh. Wie hast du uns eben bezeichnet? Glaubt ihr das? Bewegung. Ich hab doch nichts getan. Wie tut ihr das nur? Angeber. Ja, noch einer. Wunderbar. So kann es weitergehen. So. Danke. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen davon erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Tu das. Ich habe meinen Job getan. Und gucken wir mal, ob wir hier auch so freundlich in Empfang genommen werden. Wie in Jerusalem. Gebt nicht auf! Ohne unsere Hilfe können Richard und seine Mannen das heilige Land nicht befreien. Wir müssen so, noch kurz. Ja, ihr wisst ja was. Was? Ich weiß von nichts. Ach, da haben wir es doch. Hier, komm. Und synchronisieren. Unser Ziel. Da müssen wir hin. Oh, krass, was für ein Sprung. Immer wieder zu herrlich. Du dreckiger Dieb! Dafür hacke ich dir die Hände ab! Lass mich gehen, ich habe nichts getan! Ach, arme Frauen belästigen hier. Ich glaub's hackt! Dafür wirst du bezahlt! Ja! So. Bitte schön. Danke. Wir haben gesehen, was danke. Hier ich werde diesen Gefallen zurückzahlen, das schwöre ich. Verschwinde schnell, bevor irgendjemand auf doofe Ideen kommt. Wer kann sowas getan haben? Ich. Ihr Elenden. Was ist dieser armen Seele widerfahren? Ob wir jemals ankommen werden, da wo wir hinwollen eigentlich? Ach ja, so einfach kann es gehen. Man springt irgendwo rum und landet direkt in einer Flagge. Ja, entschuldigt, wenn es jetzt gerade etwas ruckelt, aber ich habe nebenbei, weil es zeitlich gerade leider nicht anders ging, noch einen Download laufen. Und ihr wisst ja, wie das mit Steam ist, wa? Aber ich lasse mir nicht nehmen, für euch die Aufnahmen zu machen. Und wie ihr seht, das läuft ja doch bis auf einige wenige Stellen sehr flüssig. So muss das sein. So, da lang können wir noch jemanden retten. Da lang wäre unser Auftrag. Wovor flieht dieser Narr? Ihr seid wirklich sehr klug. Darum seid ihr ja auch zu mir gekommen. So, lasst mich mal durch, Leute. Ich müsste mal hier lang. Das Einzige, was man sieht, also daran sieht man im Spiel noch an, dass es eine Ecke älter ist. Diese kleinen Clipping-Fehler. Aber ansonsten finde ich die Grafik für das Jahr, wo es rausgekommen ist, schon richtig schön. Kann ich immer nur wieder erwähnen, wie schön dieses Spiel jetzt aussieht schon. Bitte, Herr, habt ihr ein wenig Geld? Es liegt natürlich wieder alles auf dem Weg. Bitte helft mir! Hilfe! Ich werde dir helfen. Ich bin kein Bauer! Jemand etwas? Haltet euch fern von mir! Jetzt wirst du sterben! Geht auf! Ich bin viel besser, als du je sein wirst. Sagt nicht, eure Heiligen, mein Glaube ist wesentlich stärker als eurer.
Auch wenn ich nicht an irgendeinen Gott glaube. Ich glaube an die Freiheit. Ihr habt alles, was ihr wollt, ist die Menschen zu unterdrücken und nach eurer Vorstellung leben zu lassen. Sowas kann ich nicht durchgehen lassen. Danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen, das schwöre ich. Ja, kein Problem. Herr, erwarte dich. Ein Mörder läuft frei herum. Nicht noch eine. So, und somit haben wir schon Nummer 4. Wir müssen langsam mal hoch. Schaut, schaut, was macht er da? Na komm. Hinauf mit dir. Ja, manchmal stellt er sich aber auch... Ah, du Mann. Kaum gesagt. Schon ist passiert. Ach, Alter, hier, mein Freund. Wir werden hier noch eine Menge Spaß zusammen haben. Habe ich dir das schon mal gesagt? Und da sind wir auch schon. So, na da werden wir uns mal unsere Aufgabe abholen. Ah, Altair. Ein Vögelchen hatte mir euren Besuch angekündigt. Al-Mualem hat die Hinrichtung von Garnier von Nablus angeordnet, also bin ich hier. Was könnt ihr mir über ihn sagen? Er ist der Großmeister der Hospitaliter. Und sein Quartier befindet sich in ihrem Viertel. Mehr vermag ich nicht zu sagen. Erkundet die Stadt und seht, was ihr erfahren könnt. Sagt mir, wo sie sich versammeln und ich sehe, was ich finden kann. Die städtischen Gärten im Norden werden so gut wie jeder andere Ort, um eure Suche zu beginnen. Im Nordwesten liegt ein verlassener Marktplatz. Und die Kirche der Heiligen Maria von Josaphat ist ein beliebter Versammlungsort. An diesen drei Orten solltet ihr finden, wonach ihr sucht. Ich weiß diese Information zu schätzen, Rafik. Ich werde sie weise nutzen. Ja, tut das. Wenigstens sind wir nicht ganz so unerwünscht. Na da. Werden wir uns mal auf die Suche machen. Aber das, meine Freunde, werden wir erst in der nächsten Folge. Ach ja, liebe Leute, wir haben einen aufregenden Weg in Richtung Akkon hinter uns. Haben einiges schon Gutes getan, bevor wir überhaupt mit dem angefangen haben, was wir machen wollten oder sollten. Haben jetzt unseren Auftrag bekommen und werden in der nächsten Folge aber gründlich damit anfangen, herauszufinden, wie wir es schaffen, unser jetziges Ziel ausschalten zu können. Ja, lasst euch überraschen. Ich freue mich auf eure Beteiligung. Ich hoffe, das wird was. Bis dahin. Wenn euch die Folge gefallen hat, sagt mir Bescheid, gebt mir einen Daumen nach hoch, abonniert mich, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ansonsten schreibt einfach Kommentare, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Bis dahin würde ich sagen, euer FuelLP.